Unser heutiger Redner ist Emil. Er wird uns etwas erzählen, also eine kleine Einführung geben in die Binary Exploitation, denn er kommt auch aus dem Sicherheitsbereich. Ja. So, ja, hallo. Also ich erzähle euch jetzt was zum Buffer Overflow und wie wir von einem Buffer Overflow zu einer Shell kommen. Und wir hatten das ja eben in dem Vortrag von Liam und Martin, dass sie auch irgendwie so eine kleine Demo gezeigt haben, zu wie so eine Challenge aussehen kann. Und das Ganze, das gerät natürlich irgendwie nicht unglaublich gut in so einem 30-Minuten-Slot, weil es zeitlich begrenzt. Deshalb habe ich jetzt einen wunderbar großen 30-Minuten-Slot, in dem ich mich komplett darauf fokussiere. Das Ganze geht in die Richtung Binary Exploitation. Das heißt, wir wollen tatsächlich ein Programm kaputt machen, beziehungsweise nicht kaputt machen, sondern aktiv ausnutzen. Kaputtes Programm hilft uns nicht, wir wollen das nutzen. Und dafür nutzen wir einen sogenannten Buffer Overflow. Der komplette Talk hier ist sehr, sehr für Einsteiger bestimmt. Das heißt, wenn ihr noch nie irgendwas in die Richtung gemacht habt, solltet ihr am Ende wenigstens aus diesem Talk rausgehen können und sagen können, okay, ich habe jetzt grundlegend verstanden, wie das funktioniert und ja, was da eigentlich abgeht. Denn es passiert immer wieder, dass ich mit Leuten auf Veranstaltungen sitze und genau dieses Thema den Leuten erkläre und deshalb erzähle ich euch das jetzt allen einmal gemeinsam. Denn dann muss ich das nicht jedem von euch einmal einzeln erklären. So. Also, ich habe das Ganze so ein bisschen unterteilt in die ganzen grundlegenden kleinen Aspekte, die einfach benötigt werden, weil wir wollen nicht direkt einfach einsteigen und nichts verstehen, wir wollen erstmal so ein bisschen Wissen aufbauen. Deshalb wollen wir uns zum Beispiel erstmal angucken, was eigentlich die Grundlage dafür sind. Ich habe für diese vielen kleinen Teilbereiche viele kleine Sachen weggelassen. Wir wollen uns erstmal auf das Wesentliche konzentrieren. Wenn ihr schon mal irgendwie sowas gemacht habt und feststellt, hey, da fehlt ja irgendwie ganz viel, nicht wundern, das ist beabsichtigt. Insgesamt, wenn ihr am Ende feststellt, ihr seid komplett verwirrt, redet mit den Leuten. Es gibt hier genug Leute, die sich relativ intensiv damit beschäftigt haben und euch dabei weiterhelfen können. So, also Speicher. Irgendwie haben wir Arbeitsspeicher in unserem Computer. Da liegen die ganzen Programme drin und auf denen wird irgendwie Aktion ausgeführt, wenn man das so grob sagen kann. So, Speicher ist irgendwie nummeriert. Wir wollen irgendwie sagen können, an dieser Stelle liegt diese Datei im Speicher, an dieses 0xFFF irgendwas. Ich habe jetzt 4 Fs da hingeschrieben, einfach mal als Beispiel. Das kann deutlich mehr sein, abhängig davon, wie viel Speicher in diesem System entsprechend vorhanden ist. So, in diesem Speicher liegt irgendwo unser kleines Programm, was wir ausführen. Das habe ich jetzt mal hier so reingemalt, das ist erstmal egal wo. Aber wir können uns vorstellen, da liegt das Programm, das fängt irgendwo an und das geht bis irgendwo. Erstmal egal wo. So ein Programm besteht aus vielen kleinen Segmenten. In diesen kleinen Segmenten stehen die verschiedensten Sachen drin. Zum Beispiel der eigentliche Code, der ausgeführt wird. Dann haben wir zum Beispiel einen Heap, für falls wir irgendwie Speicher allozieren wollen und sagen wollen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Input von einem Nutzer bekommen und möchte den irgendwo speichern, aber das ist noch nicht einfach per Default in dem Programm quasi eingebacken. Und dann haben wir zum Beispiel hier unten unseren Stack, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, und noch ein paar andere Sektionen. Also das Ganze ist so in Sektionen aufgebaut. Wir wollen uns für heute einfach erstmal den Stack anschauen, weil so ein Stack, den brauchen wir für, wenn wir zum Beispiel Funktionen aufrufen wollen. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, wie genau das eigentlich funktioniert, weil das ist tatsächlich relativ relevant. Ich habe das jetzt hier mal so aufgebaut, das heißt auf so einem Stack, das ist einfach quasi wie so ein Haufen Teller und da können wir entsprechend 2 Operationen aufführen, nämlich Sachen draufschieben und Sachen runternehmen. Da stehen dann ganz viele Informationen drin, ich habe jetzt hier so ein paar reingemalt, zum Beispiel könnte man jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt ein Viereck malen und um dieses Viereck zu malen, müssen wir erst eine Linie malen, dann die nächste Linie, dann die nächste Linie, dann die nächste Linie und so kann das aussehen. Das heißt, wir haben mehrere Schichten, wir haben eine Schicht mal das Viereck und eine Schicht mal irgendwie eine Linie. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber ihr werdet wahrscheinlich gleich irgendwie so ein bisschen besser sehen, warum das eigentlich so ist, beziehungsweise wofür wir das jetzt eigentlich brauchen. Als nächstes haben wir Register. Speicher ist wunderschön, aber Register sind a quickly accessible location available to a computer's processor, war so ein Quote, was ich irgendwo gefunden hatte. Es gibt einen großen Haufen Register, aber viele dieser Register sind erstmal für uns irrelevant. Für den Anfang reicht es erstmal zu merken, wir haben so ein paar Register, die genutzt werden, um die Argumente für Funktionen zu übergeben. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder das Beispiel von so einem Rechteck aufgreifen, könnten wir sagen, okay, wir wollen ein Rechteck malen mit irgendwie einer bestimmten Kantenlänge. Dann müssen wir diese Kantenlänge irgendwie irgendwohin übergeben, zum Beispiel in die Funktion, hey, wir wollen eine Linie malen. Und das können wir entsprechend über die ersten Argumente machen. Die ganzen Calling Conventions nutzen als erstes die Argumente, aber sind auch teilweise komplett verschieden, abhängig nicht davon, wo ihr seid. Am Ende einer Funktion wollen wir irgendwas zurückgeben. Zum Beispiel irgendeinen Wert. Und dafür gibt es das RAX-Register. Das RAX-Register, das ist erstmal unser Return-Value. Das haben Leute einfach erstmal so definiert. Und ja,
Und dann haben wir noch den RIP, also das RIP-Register. Das ist dazu da, um unseren Instruction Pointer zu nutzen. Denn wir haben ja gesagt, wir haben irgendwie unser Programm in so Speicher. Und irgendwie müssen wir noch irgendwie tracken, wo denn wir jetzt in diesem Speicher sind und was denn als nächstes ausgeführt werden soll. Weil ansonsten hätten wir halt Speicher und keiner weiß genau, wie das passiert. Das heißt, wir haben ein Register, das RIP, das ist der Instruction Pointer, der zeigt da irgendwo hin und sagt, ab hier wird ausgeführt, beziehungsweise das ist unsere nächste Instruktion. So, Computer haben sich über die letzten Jahre weiterentwickelt. Das ist das, was jetzt hier in diesem rechten Block zu sehen ist. Und zwar, früher hatten wir weniger Speicher und dann haben Leute festgestellt, hey, wir können irgendwie aus 8-Bit 16-Bit machen, aus 16-Bit 32-Bit und aus 32-Bit 64-Bit. Dafür gibt es verschiedene Konventionen, um diese Register zu benennen. Zum Beispiel seht ihr hier unten einmal das AH- und AL-Register. Das ist von dem A-Register, der High-Teil und der Low-Teil. Und zum Beispiel vom AX-Register irgendwie, naja, es heißt dann einfach AX. Und da hat man das High und Low erstmal weggelassen. Und dann gibt es das EAX. Das E steht dann für 32-Bit und das gleiche für 64-Bit mit R. Das heißt, wenn ihr irgendwo seht, irgendwie so ein R, dann steht das dafür, dass das 64-Bit-Register sind. Die untersten 32-Bit von dem 64-Bit-Register, also von dem RAX-Teil da ganz oben, das ist das ERX-Register, deshalb steht es da unten. Und die zwei wesentlichen Register, die wir uns gleich noch anschauen wollen, sind das Base-Pointer-Register, das ist der, der unten auf den Stack zeigt, und der Stack-Pointer, das ist RSP, der zeigt oben auf den Stack. Damit tracken wir, wo auf dem Stack wir denn jetzt eigentlich irgendwie Elemente haben, beziehungsweise wenn wir auf das oberste Element in dem Stack irgendwie verweisen wollen, können wir sagen, das ist das Element, wo der Stackpointer drauf zeigt. Das heißt, in diesem Register steht, hey, an dieser Adresse, das ist das oberste im Stack. Mit diesen beiden Sachen können wir uns einen Stack irgendwo definieren. Das heißt, wir haben ja eben hier in Memory gesehen, dass der Stack irgendwo in dieser Binary liegt. Das Ganze ist durch den Basepointer und den Stackpointer definiert. So, wo wir jetzt beim Stack sind, können wir uns eigentlich mal kurz angucken, wie so ein Stack funktioniert. Das ist eigentlich sehr, sehr basic. Wir haben zum Beispiel das, was ihr da in der Mitte seht, wo das A drin ist, das ist ein Wert auf dem Stack. Aktuell zeigt unser Basepointer darauf und unser Stackpointer. So, der Basepointer sagt einfach, das ist der unterste Wert auf dem Stack. Der Stackpointer sagt, hey, das ist gleichzeitig der oberste Wert, weil wir aktuell nur einen Wert haben. Unten habe ich euch noch so ein paar Register drunter gemalt. Zum Beispiel ganz links haben wir das RAX-Register, dann das RBX- und RCX-Register. Die sind aktuell erstmal leer, beziehungsweise vielleicht steht da irgendwas drin, aber das ist erstmal irrelevant. Was wir jetzt machen können ist, wir können Sachen auf den Stack pushen. Heißt, wir haben Werte und die wollen wir da drauf packen. Zum Beispiel können wir sagen, push A, dann ist das, was ihr hier gerade seht, nämlich dann ist da der Wert A. Die nächste Instruktion, push B, würde einfach den Wert B auf den Stack drauf pushen. Das heißt, ja, jetzt ist der da. Der Stackpointer zeigt jetzt auf den obersten Wert, der Basepointer auf den untersten. Wenn wir noch einen weiteren Wert drauf pushen, geht der Stackpointer immer eins höher. Also könnt ihr euch das vorstellen wie so ein Haufen Teller. Ne? Der Stackpointer zeigt einfach auf den obersten Teller. Jetzt können wir genau das Gegenteil mal machen. Wir können eben sagen, nimm mal wieder Werte vom Stack runter. Das geht mit Pop. Das heißt, wir können Pop RAX sagen und dann poppt er den obersten Wert auf dem Stack, da wo der Stackpointer gerade hinzeigt, in das RAX-Register und verniedrigt den RSP-Register um 1. Dann zeigt er auf RBP, auf das B. So. Das gleiche können wir jetzt mit dem nächsten Wert machen. Zum Beispiel wollen wir jetzt den Wert B in RBX poppen. Das heißt, wir sagen, wir poppen RBX und dann wird der oberste Wert auf dem Stack in das entsprechende Register gepoppt. Und das gleiche können wir auch mit A machen. Und ja, am Ende haben wir keine Werte mehr auf dem Stack und das ist etwas doof, aber naja. Also ich glaube, der Stack ist gar nicht so das Komplizierte an dem Ganzen, aber es ist gut, sich nochmal zu verbildlichen, wie das Ganze funktioniert. Wenn wir so Programme haben, und das werdet ihr irgendwie feststellen, wenn ihr irgendwie das KIT-CTF spielt, beziehungsweise das GPN-CTF jetzt hier, habt ihr dann am Ende so ganz, ganz wilde Graphen und so Zeug und es sieht so super verrückt aus. Und ich glaube, das schreckt sehr viele Leute ab. Genau deshalb möchte ich hier euch eigentlich zeigen, dass das alles gar nicht so wild ist. Das sieht jetzt super kompliziert aus, aber letztendlich, das sind auch einfach nur so ganz kleine Instruktionen, die uns sagen, an dieser Stelle irgendwie im Speicher wollen wir jetzt zum Beispiel diesen einen Wert dahin verschieben oder irgendwie diesen Wert inkrementieren und so weiter. Dafür gibt es so ein paar kleine sogenannte Mnemonics, damit wir das auch lesen können. Weil der Computer, der selber, der hat da so Zahlen drin gespeichert, die können wir halt schlecht lesen. Also die wenigsten Leute irgendwie können sagen, oh, da steht jetzt C3, das ist jetzt irgendwie ein Red oder ein was auch immer. Deshalb haben wir so schöne kleine Programme, die dann irgendwie so fancy irgendwie Text hier ausgeben und uns sagen können, okay, das Ganze ist jetzt diese Instruktion. Ganz unten noch angemerkt, es gibt so zwei verschiedene Arten von irgendwie Möglichkeiten, das darzustellen, nämlich die Intel-Syntax und die AT&T-Syntax. Sie haben sich mal gedacht, komm, wir machen mal zwei verschiedene und das eine ist halt eher umgekehrt zu anderen. Wir beschäftigen uns hier hauptsächlich mit der Intel-Syntax, einfach weil, ich weiß nicht, das sieht man eigentlich überall mehr.
So, wir wollen aber nicht zu stark in das ganze Assembly einsteigen. Das könnt ihr tatsächlich nachher machen, wenn ihr euch das CTF selber mal irgendwie zu Genüge führt. Wir wollen uns jetzt einmal damit beschäftigen, wie funktioniert das jetzt eigentlich mit diesem Buffer Overflow und irgendwie, wie kommen wir von diesem Buffer Overflow eigentlich zu der Shell? So. Dafür brauchen wir noch eine weitere Primitive, nämlich Funktionen. Wie funktioniert so eine Funktion? So eine Funktion könnt ihr euch so vorstellen, ihr habt irgendwie Code und theoretisch könntet ihr sagen, der ganze Code im Computer wird einfach eins für eins nach unten irgendwie ausgeführt. Immer weiter und weiter und weiter. Aber irgendwann geht euch der Speicher aus. Deshalb definiert ihr kleine Blöcke, die ihr immer wieder aufrufen könnt. Das heißt, ihr führt irgendwie euer Programm aus und müsst dem Programm irgendwann sagen, spring mal bitte zu diesem Block, führ da das Ganze aus und dann springst du am Ende wieder zurück. So, damit das Ganze funktioniert, haben wir diese drei kleinen Instruktionen hier, die wir uns jetzt mal ganz genau angucken werden. Und zwar das Push-RIP, das Pop-RBP-RSP und dann Mov-RBP-RSP. Das war jetzt super schnell, aber das gucken wir uns jetzt, wie gesagt, im Detail an. Hier muss ich anmerken, das mit dem Move, das ist wahrscheinlich das Komischste jetzt erstmal, der verschiebt den Wert von RSP nach RBP, also nach links. Müssen wir ein bisschen umdenken, aber das gucken wir uns jetzt nochmal an. Wir gehen das jetzt mal Stück für Stück durch. Also ich habe jetzt rechts einmal so ein bisschen Speicher aufgemalt. Der geht oben von 0x, was steht da, 91 bis 99. Das heißt, wir können auf die einzelnen Felder im Speicher irgendwie referenzieren. Und auf der rechten Seite steht kurz, wo der Stack jetzt ist. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir führen irgendwie Code aus und irgendwann wollen wir eine Funktion aufrufen. Das heißt, wir sagen erstmal, speicher bitte, was die nächste Adresse wäre, die wir ausführen würden mit Push-RIP. Push-RIP sorgt dafür, dass der Instruction Pointer, also das nächste, was hier ausgeführt werden, einmal auf den Stack gepusht wird. Das haben wir jetzt hier mal gemacht. Ich habe da jetzt mal einfach als Random-Wert mal 0x55 genommen. Nehmen wir einfach an, dass das nächste, was ausgeführt worden wäre. Der Stack Pointer hat sich jetzt um 1 im Prinzip verniedrigt, dadurch, dass es zu den niedrigen Adressen geht. Das ist immer, da muss man so ein bisschen umdenken. In den meisten Fällen, die ihr sehen werdet, sind die niedrigen Adressen oben, die hohen Adressen unten und dann kann man da reinschreiben wie so ein Buch. Aber der Stack wächst tatsächlich in Richtung der niedrigen Adressen. Das ist an vielen Ecken und Enden irgendwie anders dargestellt und das kann zu sehr viel Verwirrung führen. Stellt euch das einfach vor, weiter wie dieser Tellerhaufen und dann ist das eigentlich ganz gut. Als nächstes wollen wir einmal den Base-Pointer speichern, weil wir wollen eine neue Funktion aufrufen. Diesen Strich, den ihr hier seht, das ist jetzt der alte Stack-Frame, das heißt die alte Funktion, die wir haben. Wir wollen jetzt eine komplett neue erstellen. Damit wir diese neue erstellen können, wollen wir natürlich auch speichern, wo die alte Funktion denn war. Das heißt, wir pushen den alten Base-Pointer. Der alte Base-Pointer, 0x99, das war der Wert, der da unten steht, der liegt jetzt da oben auf dem Stack. Und alles, was wir jetzt noch tun müssen, um einmal einen neuen Stack-Frame zu erzeugen, ist, wir müssen sagen, dass der Base-Pointer, also unser Base-Pointer, der jetzt hier unten hin zeigt, einfach oben hin zeigt, und zwar auf den Wert von dem Stack-Pointer. Die zeigen jetzt auf denselben Wert, nämlich die Adresse von dem Base-Pointer. Alles Weitere, was wir jetzt auf den Stack draufschieben, wird oben draufgelegt. So. Das heißt, es könnte jetzt sein, wir haben irgendwas in dieser Funktion gemacht und wollen das Ganze rückgängig machen, dann passieren wortwörtlich diese drei Instruktionen rückwärts. Das heißt, was wir hier sehen, ist einfach der State, nachdem wir irgendwas in dieser Funktion getan haben. Und der Stackpointer zeigt oben irgendwo hin, vielleicht haben wir noch da so ein paar Sachen auf dem Stack gemacht, irgendwie ein bisschen rumgespielt, ein bisschen Mathe gemacht und jetzt sagen wir, okay, wir wollen jetzt aber irgendwie wieder zurückgehen. Um wieder zurückzugehen, machen wir das Ganze rückwärts. Die erste Instruktion ist MOV-RSP-RBP. Das heißt, wir verschieben den Stackpointer, das oberste, was da irgendwo hin zeigt, wieder auf den Basepointer. Das sieht dann so aus. Als nächstes wollen wir den alten Basepointer wiederherstellen. Das heißt, diese 0x99, die wir da haben, wird jetzt entsprechend wieder nach unten geschoben, indem wir sagen, pop mal den obersten Wert auf dem Stack, also da, wo der Stackpointer aktuell hin zeigt, in den Basepointer. Und dann zeigt der Basepointer wieder da unten hin. Und als nächstes haben wir da die Adresse, wo der Code weiter ausgeführt werden sollte. Nämlich der Instruction Pointer. Der Instruction Pointer, der ist das, was ausgeführt wird. Das heißt, vielleicht könnt ihr ja schon so ein bisschen überlegen, was schief gehen könnte. Aber der zeigt auf 0x55. Das heißt, was jetzt passiert ist, wir haben den Stack Pointer, der zeigt auf 0x55. Wir poppen das Ganze in den Instruction Pointer. Und der ist in den Instruction Pointer gepoppt. Das RSP zeigt wieder auf den Wert. Der Base Pointer zeigt wieder auf den Wert. Und das ist genau das Gleiche, was wir vorhin hatten. Nämlich, als wir angefangen haben mit diesem ganzen, wir erstellen eine Funktion. So, das war jetzt recht schnell. Wir haben jetzt Buffer. Buffer sind, wo der Spaß richtig anfängt loszugehen.
Insgesamt, wir haben Computerprogramme. Alle Computerprogramme schreiben wir irgendwas rein. Ob es jetzt ein Webbrowser ist oder irgendwie Excel, Outlook, irgendwo müssen Daten gespeichert werden. Das heißt, irgendwie, es werden Buffer erstellt und in diese Buffer könnt ihr dann irgendwie reinschreiben. Es gibt jetzt verschiedene Arten von Buffern. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass ihr genau wisst, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel in meinem Fall 16 Bytes an Speicher irgendwo allozieren. Es kann aber auch jetzt sein, dass ihr sagt, ah, ich weiß nicht, wie viel Buffer ich brauche, ich kann mal so und so viel allozieren und vielleicht brauche ich nochmal mehr. In diesem Fall erstelle ich einen Char-Buffer, in den 16 Strings rein, also ja, Bytes reinfassen. Was genau diese Bytes jetzt sind, ist uns erstmal egal. Das ist jetzt auch irgendwie komisch dargestellt. Eigentlich hat jedes dieser einzelnen Unterstriche, die ihr da seht, irgendwie eine eigene Adresse, auf die wir verweisen können. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen komprimiert, damit das irgendwie auf diese Folien passt. Auf jeden Fall, wir haben jetzt irgendwie einen Buffer, in den wir reinschreiben können. Wenn wir so einen Buffer allozieren, kriegen wir meistens die Adresse von dem Buffer und müssen irgendwas damit tun. Beispielsweise, wir können dem sagen, schreibt da mal bitte irgendwie rein. Ich habe da jetzt hier so diesen Code, den ihr links seht. Also dieses Gets, verwendet das bitte niemals. Das ist einfach nur als Beispiel, damit das Ganze einfach ist. Solltet ihr je Gets sehen, könnt ihr die Manpage zu Gets aufmachen und euch die mal durchlesen und da werdet ihr relativ fett sehen, so dieses niemals Gets nutzen. Gibt es gute Alternativen für. Zum Beispiel irgendwie so FS-Gets und so. Also Leute haben festgestellt, wenn wir unbegrenzt in einen Buffer reinschreiben können, kann das zu Problemen führen. So. Aber ich glaube, das ist der Part, wo viele Leute sagen, ja, ist halt ein Buffer-Overflow. Ne? Aber wie kommen wir da eigentlich von diesem Buffer-Overflow dann zu einer Shell? Und es ist eigentlich super einfach, weil wenn wir uns das jetzt hier angucken, haben wir eine Funktion bzw. einen Stackframe, den sehen wir mit dem RBP und dem RSP und der definiert, wo unsere Funktion ist. Und wir haben ja eben gesehen, wenn wir eine Funktion aufrufen und wieder den EP-Loop ausführen, um wieder aus dieser Funktion zu returnen, haben wir Daten auf dem Stack, die einfach da sind und uns sagen, was waren vorher da? In diesem Fall haben wir dann den alten RBP und den alten Instruction Pointer. Und wenn wir es jetzt hinbekommen, diese Daten zu corrupten, dann können wir damit irgendwas machen. In unserem Fall haben wir jetzt einen Buffer-Overflow. Wir haben jetzt gesagt, wir haben irgendwie ein Array an Chars erstellt, das heißt String, und da schreiben wir jetzt zum Beispiel mal 16 A's rein. Das wäre jetzt einfach mal so ein kleines Beispiel. Irgendwie, ihr habt irgendwie ein Programm, da könnt ihr jetzt reinschreiben und 16 A's ist intended. Also ich habe jetzt gesagt, komm, das Ding ist 16 groß, dann schreibe ich halt 16 rein. Es hindert uns aber durch Gets niemand daran, einfach mehr reinzuschreiben. Und das ist tatsächlich eigentlich der Spaß hinter der ganzen Sache. Wenn wir jetzt hier ein Stackframe haben und einfach weiter reinschreiben, können wir zum Beispiel noch ein paar weitere Bs reinschreiben oder weitere Buchstaben, Zahlen, whatever. Und in diesem Fall haben wir jetzt den Basepointer überschrieben. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was passiert denn jetzt, wenn wir 16 A's reingeschrieben haben, den Basepointer überschreiben und nochmal das Ganze ausführen. Das heißt, wenn wir in den Epilog gehen und ihr könnt euch jetzt mal überlegen, was passiert, wenn ich 0x99 habe und erstmal auf RBP nach RSP mache, das ist eigentlich ganz normal, da wird nichts schief gehen, aber wenn ihr da jetzt nicht 0x99 steht, sondern in der nächste Wert wird in den Basepointer gepoppt. Das heißt, ich könnte jetzt hier theoretisch sagen, der Basepointer ist 0x123, dadurch, dass ich den mit diesem Buffer-Overflow überschreiben kann. Und was dann passiert ist, der Basepointer zeigt nicht so schön hier nach unten, wie in den alten Stackframe, sondern der Basepointer kann irgendwohin zeigen. Das können wir uns aussuchen, weil wir können es überschreiben, in diesem einfachen Szenario. Und als nächstes, ja, der Instruction Pointer. Also, wenn wir uns das hier, ups, das müsste ich nochmal wieder, das war zu schnell. Wenn wir uns das hier anschauen, können wir, wenn wir noch mehr schreiben, erstmal den Basepointer überschreiben und dann den Instruction Pointer. Wir haben uns ja eben gemerkt, so der Instruction Pointer ist das, was speichert, wo wir als nächstes ausführen wollen, nachdem die Funktion ausgeführt wurde. Und das ist eigentlich die Magie hinter der ganzen Sache. Das heißt, wenn wir hier diesen Epilog haben und dann den Basepointer poppen, der Basepointer kann dann irgendwo hin zeigen, das ist uns vielleicht sogar erstmal irrelevant, dann wollen wir natürlich irgendwie den Instruction Pointer überschreiben. So, das haben wir jetzt hier gemacht. Der Instruction Pointer wird gepoppt. Wenn wir jetzt vorhin bekommen, diesen Instruction Pointer, der aktuell auf 0x55 zeigt, mit einer arbiträren Adresse zu überschreiben, können wir dem Programm sagen, Moment, nachdem die Funktion returned, wollen wir nicht einfach da weitermachen, wo wir vorher waren, sondern wir können weitermachen, wo auch immer wir sonst weitermachen wollen. So, und das ist eigentlich die Magie hinter der ganzen Sache. Also ich hoffe, das war jetzt so, soweit so ungefähr klar.
Da sind jetzt natürlich irgendwie sehr, sehr, sehr viele Annahmen getroffen worden, so die sehr einfach sind. Beispiel, wir haben keine Security-Mechanismen. Wenn das Ganze jetzt so wirklich laufen würde, das wäre irgendwie ziemlich verrückt, weil dann könntet ihr wirklich irgendwo hingehen und dafür sorgen, dass das Programm einfach ausführt, was ihr wollt. Jetzt fragt man sich, Moment, irgendwie, wir haben ja gesagt, vom Buffer-Overflow zur Shell. Und wir haben jetzt irgendwie gesagt, okay, wir können diesen Instruction-Pointer überschreiben, aber wie kommen wir denn jetzt eigentlich zur Shell? Naja, also das geht jetzt noch so ein bisschen weiter. Und zwar, wir haben unser Programm. Unser Programm liegt im Speicher, kann Sachen ausführen. Und wenn wir sagen können, wir können den Instruction-Pointer überschreiben, können wir dem natürlich sagen, spring mal bitte irgendwo anders hin in dieser Binary. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Programm, was sagt, wir führen jetzt einfach mal aus, fragen den Nutzer nach irgendwie Daten, und zwar einmal, und dann machen wir irgendwas mit diesen Daten und sagen ja, nein. Was wir jetzt theoretisch machen könnten ist, wenn wir diesen Buffer overflowen können, könnten wir sagen, okay, sobald die Funktion returned, springst du einfach wieder zum Anfang zurück. Und wir haben unendlich viele Versuche, weil dieser Buffer irgendwie immer wieder überschrieben wird, die Instruction Pointer überschrieben wird und wieder zurückkommt. Jetzt haben wir aber das leichte Problem, da gehen wir davon aus, dass wir wissen, wohin wir springen wollen. Wir könnten jetzt sagen, okay, ich schreibe jetzt CCCCC rein, woher weiß ich, was ich da reinschreibe? Und das ist tatsächlich eine gute Frage, und das haben Leute tatsächlich irgendwie mitigated. Und zwar, wir haben das nicht immer so, dass ein Programm einfach normal im Speicher liegt. Das wäre cool, weil dann könnten wir das Programm ausführen und uns einfach mit so einem kleinen Debug anschauen, was passiert denn jetzt mit diesem ganzen Speicher? Was liegt denn jetzt irgendwie in diesen ganzen Instruktionen, in den ganzen Registern? Und wenn das Programm jedes Mal an derselben Stelle im Speicher wäre, könnten wir das Programm ausführen, uns angucken, okay, was steht denn da jetzt? Und dann das Programm einfach nochmal ausführen und die Adressen entsprechend nehmen. In der Welt des Binary Exploitation, zum Beispiel so einem CTF, haben wir das so, wir bekommen eine Binary lokal und können uns diese Binary dann entsprechend mit unserem Disassembler angucken, müssen dann entsprechend hier herausfinden, was sind da für Funktionen, kann ich da eventuell so einen Buffer irgendwie nutzen und kann ich da vielleicht mehr reinschreiben. Und das Problem ist, der Server, der führt ja auch die Binary aus. Und der Server, der führt zwar dieselbe Binary aus, aber das heißt nicht, dass die Binary an derselben Stelle im Speicher liegt. Das heißt, es kann sein, dass er auf unserem PC, wenn wir das hier lokal ausführen, wir zum Beispiel CCCCC irgendwie da eintragen, aber es kann auch sein, dass der Server dann sagt, Moment, das kenne ich gar nicht, weil die Binary komplett anders im Speicher liegt. Das hatten wir hier vorne einmal. Hier. Ich habe hier irgendwie keine Zahlen dran geschrieben, und das mache ich tatsächlich explizit so, wenn ich mir sowas vorstelle. Und zwar, ich schreibe da meistens irgendwie ein A oder ein B hin so, denn dann habe ich einmal A, und A kann nämlich der lokale Offset der Binary im Speicher sein. Das heißt, es kann sein, dass in meinem Computer die Binary an einen bestimmten Punkt geladen wird und auf dem Server an einen anderen Punkt. Das heißt, wenn ihr jetzt hingeht und im CTF feststellt, ich habe jetzt die Binary lokal bei mir geladen so, und jedes Mal, wenn ich diese Binary Neues ausführe, lädt ihr die woanders in den Speicher, dann haben wir das Problem, dass ASLR an ist. Das ist so ein Mechanismus. Ich hatte eigentlich irgendwie in die Talk-Beschreibung geschrieben, dass wir nicht zu viel in diese Mechanismen reingehen, aber das wollte ich euch einfach mal warnen, weil das kann sehr verwirrend sein, wenn ihr das Programm neu ausführt und auf einmal da komplett andere Werte stehen. So. Insgesamt, mit diesen ganzen Informationen solltet ihr euch jetzt so Pi mal Daumen an die ersten Challenges in diesem CTF stürzen können. Das KIT-CTF bzw. das GPN-CTF hat tatsächlich relativ viele Challenges. Hier Liam und Martin haben euch das eben wunderbar vorgestellt, und die ersten Challenges dürften tatsächlich so welche Aufgaben beinhalten. Das heißt, ihr könnt jetzt einmal hingehen, euch die Challenges angucken, überlegen, was haben wir denn jetzt für Challenges? Sind das Binary Exploitation Challenges? Dann nehmt ihr euch so eine Binary Exploitation Challenge, schaut euch mal an, was geht da rein? Denn das Wichtigste bei sowas ist immer zu verstehen, wo kommen die ganzen Daten her? Das heißt, ich kann Daten eingeben, und wo gehen die ganzen Daten hin? In diesem Fall landen sie im Speicher. Und dann könnt ihr euch überlegen, Moment, werden diese Daten vielleicht irgendwie danach irgendwie anderweitig verwendet? Überschreibe ich da eventuell irgendwelche Strukturen? Kann ich damit irgendwie irgendwelche Bounds umgehen? Kann ich damit irgendwas tun, was nicht erwartet ist? Und ich behaupte mal, das macht den ganzen Reiz an der ganzen Sache aus, denn das hier ist nicht erwartet. Wenn eine Person jetzt irgendwie hingeht und sagt, okay, du hast jetzt einen Buffer an 16 Bytes und die kannst du befüllen, aber du kannst trotzdem mehr reinschreiben, das ist nicht erwartet, und dadurch können unintended irgendwie Probleme auftreten oder ganz viel Spaß. In unserem Fall, wenn wir CTF spielen oder so, ist das halt super witzig, wenn ihr dann irgendwie hingeht und eine Challenge seht und ich denke, das funktioniert so, das würde ich eigentlich so selber deployen, das sieht es eigentlich wunderbar, und dann auf einmal feststellt, am Moment, da kann ich irgendwie irgendwas überschreiben. Und an dem Punkt könnt ihr einfach mal selber hingehen und ja, das mal selber ausprobieren. Denn ich behaupte immer noch, das Ganze mal selber auszuprobieren, damit rumzuspielen, ist die einfachste Möglichkeit, das Ganze zu lernen. Insgesamt, ihr seid super viele Leute hier im Raum. Setzt euch einfach mal zusammen hin, und wenn ihr nicht wisst, mit wem, sprecht mich gerne an. Ich laufe hier den ganzen Tag lang rum und irgendwie mache so Zeug. Und dann können wir gerne mal einfach gemeinsam da raufschauen. Ja. Und das war's.
So, allgemein, wir haben jetzt noch so 5 Minuten. Vielleicht habt ihr so 1, 2 Fragen oder so. Komplett gerüstet. Ah, da haben wir eine Frage. Ja, du hast gemeint, dieses Get sollte man nicht verwenden, ja, wenn man selber schreibt. Und ich denke mal, da gibt es eine Alternative. Kann man auch die Alternativen dann umgehen? Also es kommt natürlich ganz darauf an, was diese Alternativen machen. Gets in diesem Fall ist einfach eine Funktion, die sagt, gib mir bitte einen Speicherbereich und dann gebe ich dir die Möglichkeit, in diesen Speicherbereich reinzuschreiben. Das ist natürlich komplett dämlich. Leute haben dann irgendwie festgestellt, okay, dann schreiben wir weitere von diesen Funktionen. Zum Beispiel sagen wir, wir haben eine Funktion fgets oder so, dann geben wir dir einen Speicherbereich und dann geben wir aber noch explizit einen Wert an, wie viel du in diesen Speicherbereich reinschreiben kannst. Das heißt, das klingt ja schon mal irgendwie ein bisschen sinnvoller. Beispiel, ich alloziere einen Buffer, der hat eine Größe von 16 Bytes und dann sage ich der Funktion, du darfst maximal 16 Bytes in diesen Buffer reinschreiben. Problem, wir sind immer noch alle Menschen und Menschen bauen Fehler. Das heißt, es kann sein, dass die Menge an Bytes, die wir dann da reinschreiben können, nochmal irgendwie berechnet wird und das alles ein bisschen komplizierter wird, der Code mal 3 Jahre liegen bleibt, nochmal ausgegraben wird, von irgendwem angepasst wird und schwuppsiwupps habt ihr auf einmal so einen kleinen Rechenfehler drin und dann stellt ihr fest, Moment, irgendwie, wir haben einen Buffer von 16 Bytes irgendwie alloziert und irgendwer möchte 16 Doubles irgendwie da reinschreiben lassen und auf einmal kann man da deutlich mehr reinschreiben als geht. Das heißt, nicht alle Funktionen sind perfekt, aber es gibt viele Funktionen, die dafür umgebaut wurden, dass das Ganze nicht ganz so schlimm ist wie Gets. Also Gets ist wirklich, wenn ihr Gets seht, ja, dann ist das kaputt. Ja. Genau, und da drüben haben wir noch eine Frage. Ja, ich habe mich gefragt, mir ist noch nicht klar geworden, wie man am Ende zur Shell kommt. Also ich habe hier... Ja. Okay, ja, ich merke auch gerade irgendwie, das habe ich gar nicht so richtig angerissen. Das Ding ist, so ein Programm, komplett alle geteasert, aber nichts dazu gesagt, nee. Also letzten Endes haben wir ein Programm und wir können natürlich nicht alles in unser kleines Programm reinpacken. Das heißt, es gibt sogenannte Libraries, zum Beispiel libc. Die libc ist ein großer Zusammenstoß, wo ganz, ganz, ganz viel Zeug drin steht. Zum Beispiel gibt es da irgendwie Funktionen, um irgendwie hier Speicher zu lesen und whatever. Und in der libc gibt es Funktionen, die dir zum Beispiel sagen, hey, ich möchte jetzt ein Programm ausführen. Zum Beispiel kannst du sagen, hier execute mal bitte ls oder so Zeug oder irgendwas. Und was wir machen können ist, wir können die Adresse von libc leaken. Das geht noch ein gutes Stückchen weiter. Und dann können wir sagen, spring doch bitte einfach zu der Adresse von der libc. Und wenn wir wissen, wo die libc anfängt, können wir uns ausrechnen, okay, wir wissen, welche libc das ist, dann springen wir dahin, wo diese Shell aufgerufen wird. Das sprengt leider hier komplett den Rahmen. Das würde ich einfach mal in einem Anschlussvortrag nochmal deutlich mehr in die Tiefe gehen, weil da gibt es noch einen Haufen Sachen, die wir da machen müssen. Aber letzten Endes, wir springen auch einfach dahin. Nur wir müssen wissen, wohin. Und ich glaube, das ist der ganze Spaß in der ganzen Sache, herauszufinden, wohin wir eigentlich wollen. Das klingt philosophischer, als es eigentlich ist. Okay. Ah, da ist noch eine Frage. Ja, also wenn ich jetzt aber mir Programme so an sich angucke, dann haben die doch meistens ihren virtuellen Speicher, wo die Adressen einfach bei Null wieder anfangen. Wie komme ich denn dann von diesen virtuellen Adressen auf die tatsächlichen Adressen? Also du brauchst letztendlich irgendeine Art von Info-Leak, um herauszufinden, wo du überhaupt bist. Das meine ich halt mit, wir wissen halt am Anfang nicht genau, wo wir sind und was wir machen. Du hast halt dieses ASLR, also dieses Address Space Layout Randomization. Das heißt mehr oder weniger, dass diese ganze Binary und der ganze Address Space immer irgendwie so ein bisschen durch die Gegend verschoben ist. Und diese ganzen Binaries und so sind auch entsprechend verschoben, weil das ist dieser Security-Mechanismus, der dafür sorgen soll, dass wir nicht wissen, wo wir sind. Das heißt, wenn du eine Binary hast, wird die ausgeführt und die ganzen Adressen sind immer anders. Das heißt, das, was wir in vielen Binaries irgendwie als erstes brauchen, ist so eine Art Info-Leak, die uns sagt, Moment, der Basepointer von dieser Adresse, mit der Basepointer von dem Stack oder so, liegt da. Es gibt jetzt zum Beispiel CTF-Challenges, die sagen dir dann irgendwie als kleine Hilfe, hey, bevor wir jetzt anfangen, gebe ich dir einfach mal irgendwie zum Beispiel einen Address-Leak, der dir sagt, die Main-Funktion liegt da in der Binary und alles andere kann relativ zur Main-Funktion ausgerechnet werden. Das heißt, entweder müssen wir selber herausfinden, wie wir Adressen leaken oder irgendwo werden Adressen geleakt und helfen uns dabei. Okay. Ja. Ja, gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich sagen, hack the planet.